Servus, grüß euch wieder einmal. Jawohl, ich bin in Forstterrassen, wieder Bäume fällen. Es ist September, Ende September 2023. Brutal heiß ist, 25 Grad, wunderbares Wetter, strahlend blauer Himmel. Die Uri, die Uroma hat eingeholt, die sechs unten, weil bei uns sieht man überall von den Holzstückeln aufs Haus hin. Die Uri hat uns eingeholt, im September, 23 Grad. Naja, wenn man alt wird, frisst man. Sagen sie alle mal. Ja. Ich habe Hitze, ich bin in T-Shirt unterwegs. Suppen laufen wir runter, aber trotzdem, wenn wir angreifen, der Käfer ist drastisch erinnert. Wir haben da einen Südhang, der ist allebei schön, der brennt aber einer ist warm, der ist den Käfer sein Leibspeise erinnert. So, die hat gescheit so bissen. Da haben wir Fechten herin und Kiefern. Und die Fechten hat er ja rausgepickt. Alle. Und hat es rausgerissen. Ne? Schaut es euch an, der ist drinnen schon herunten. Ich zeig's euch einmal. Passt auf, aber da ist nichts mehr lebend. Alles tot. Ja, der da. Da auch, da sieht man es besser. Da hinten herunten haben schon braun umgehört. Alle hat er erwischt. Naja, sind auch erntereife Baum. Von dem her rammt er halt auf der Käfer. Ne? Und sagt, ich halte euch ein. Jetzt fallen Menschen zu weit. Ein paar Buchen haben wir drin, aber hauptsächlich Kiefern. Das passt wunderbar. Ja? Wunderbar. Und da werden wir jetzt die einzelnen Feuchten rauszupfen. Die Kiefern bleiben stehen. Sozusagen, und die Buchen natürlich auch. So schaut das Ganze da herinnen aus. Und da nehme ich euch jetzt ein bisschen mit. Also, reden wir nicht lange umeinander. Schweißer 55er Husqvarna Mark 2 XP. Ja. Gas. Vollgas. Jawohl. Schlagschrauber, Splintschlitt habe ich nichts gemacht, wäre ein Rückhänger. Ich mache nicht, wenn der dahinter einfällt. Es ist nicht ein bisschen ausgerissen, aber ich habe davor schon gespannt, wie ich geschnitten habe. Dass er hohl ist, faul ist. Dem ist das wurscht. Ich habe sowieso am Stamm nichts ausgerissen, aber das wird eh brennen. Jawohl! Weiter geht's. Nicht voll, aber ein bisschen faul. Also bisher hat es da noch keinen Falschen erwischt. Und krumm. Gut, krumm ist wurscht, aber faul. Krank. Oh, kein Fall. Bisher habe ich noch keinen umgeschnitten, weil ich sage, jawohl, der war schon. Wirklich war. Muss ich auch ganz ehrlich einmal sagen. Ne? Muss man auch einmal sagen. Man kann ja bloß aber jammern. Käfer. Man muss auch mal sagen, ja, bisher hat es noch keinen Falschen erwischt.
andere Gebiete sind viel schlimmer betroffen, wie im bayerischen Raum. Von dem her nicht so viel jammern, sondern auch nur mal draußen, dass es nicht gar so viel ist. Ne? Da gibt es schon andere, der hat schon andere viel stärker der Bist. So. Sehen wir es einmal als Fitnesseinheit. So sehe ich das. Ich sehe es nicht als Arbeit, ich sehe es als erstens Spaß und zweitens ist das eine Fitnesseinheit. Weil so ein Ding ist es, wenn der Körper fit ist, ist man gesünder. Also, ich fühle mich auch gesünder. Also, einen Scheißdreck rede ich schon wieder ein. Naja, ist ja wurscht. Auf alle Fall, da will ich jetzt weiter. Jetzt bin ich gerade noch frisch. Da geht noch was. Ja, das so. Solche Stängel da ist der Keil einfach zu groß, also ist ganz klar. Ja. Keil, Stängel. Ist der Keil länger wie der Ding, stoßt vorne an der Bruchleiste oder? Aber ich habe nichts anderes jetzt da. Wie macht's mir das? Habt ihr jetzt gar nicht Keil da und haut das mit den Händen ein? Oder wie macht's mir das bei so einem? Schreibt das mal in die Kommentare rein. Jawohl. Naja, so kann man es auch machen. Mit den kleinen Teufeln. Einfach den dahinter draschen. Passiert oftmals. Ne? Anschneiden, Spannung drauf, zwickt's dich. Ne? Passt schon. Kommen wir gleich. Siehst du das? Muss man nicht geradeaus umeinander schreien. Sondern passiert jeden einmal. Hackel mit Nummer. Fertig. Jawohl. Weiter geht's. Burschen. Das ist doch ein Vierer. Das ist doch ein Kiefer. Das ist doch ein Kiefer.
Und wenn mich nicht alles täuscht, ist da der Käfer reingegangen. Hau ab jetzt. Hau bloß ab. Schau mal. Wenn mich nicht alles täuscht, ist die nicht die geworden von Haus aus, sondern da ist der Käfer drin. Oder nur schon wieder raus, sag ich mal. Oder was sagt ihr jetzt? Das ist doch der Käfer, oder? Ha? Schaut es euch einmal genau und schreibt es in die Kommentare bitte rein. Was ist mit der Fähre los? Ist die von Haus aus dürr geworden? Also ist dürr geworden, nicht? Wir sagen halt dürr geworden. Oder ist da der Borkenkäfer rein? Hey, wenn da der Borkenkäfer rein ist, dann geht er jetzt in den Kiefern auch schon rein, oder was? Ja, andererseits, was sollte denn aufhalten? Der Harzfluss ist halt mehrer. Aber wenn der ein bisschen jetzt schon von der Trockenheit geschwächt ist, der Kiefer, dann kann der schon rein, oder? Kann der den Borkenkäfer schrecken? Das ist doch der Borkenkäfer, wo da drinnen war. Das gibt's ja gar nicht. Sagt's, dass das nicht wahr ist. Wenn der jetzt Kiefer auch schon angreift, dann ist der Kampf angesagt. Da gibt's bei mir dann kein Pardon. Weil Kiefer ist mein Leibspeis. Das ist mein Leibspeis. Den nimmt mir keiner. Leider mit so einer Nachricht müssen wir jetzt das Video beenden. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Trotzdem. Und hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder rein. Wie alle mal. Bewertet es bitte positiv. Und abonniert den Kanal. Bitteschön. Wenn das nächste Mal ein Video kommt, wird es automatisch benachrichtigt. Und was sonst? Wo gibt's denn das noch? Wahnsinn. Jetzt packe ich mir Zeit zum Feierabend. Trinke einen Kaffee. Passt. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Habt ihr Servus.